Ein schöner Tag mit meiner Enkeltochter Melly. Alexa, unsere Mitbewohnerin, ist jetzt bei uns eingezogen. Lass mal nach oben da. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich sehe gerade, meine Linse ist ein bisschen dreckig. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich nehme euch heute wieder durch meinen Tag. Ich treffe mich jetzt gleich mit meiner Oma, die begleite ich zum Arzt. Hier stehen überall kleine Schneemänner. Es hat gestern nämlich wieder geschneit. Und genau, ich nehme sie heute mit und mal gucken, vielleicht kann ich hier ein paar kleine Details aus meiner Kindheit auslocken. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir sitzen in Bus, das ist meine Oma. Ich begleite sie heute zum Arzt, das ist Premiere, haben wir auch noch nicht so gemacht, ne? Aber Oma muss nämlich quer durch die Stadt und habe gedacht, Mensch, ich bin ja eh zu Hause und ich kann mir jetzt auch mal einen Vormittag frei nehmen. Und deswegen begleite ich sie. Wir sind hier gerade am Alexanderplatz und hier ist das Alexa. Also wenn ihr mal in Berlin seid und mal shoppen gehen wollt, dann geht ins Alexa, da ist immer was los und immer voll. Ja. Das ist meine Oma. Das sieht alles anders aus hier. Ja, ich finde es zwar lustig, aber es ist ziemlich kalt. Und trotz dessen, dass ich mir gestern neue Schuhe gekauft habe, sind meine Füße kalt. Aber ich will ja nicht meckern. Wir sind in Kreuzberg angekommen. Bergmannstraße 5 müssen wir. Hinter uns ist die Markthalle, da gehen wir nachher nochmal rein, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Davon ist richtig, richtig schön. Und ein bisschen weiter hinten ist meine ehemalige Berufsschule, witzigerweise. Voll schön. Also im Sommer ist es hier richtig, richtig schön. Also Bergmannstraße müsst ihr euch auch unbedingt mal angucken. Heute gibt es die Berlin-Tour hier. Ja. Och, hier ist eine 89. Nee, da drüben auf der Seite müssen wir. Oma, meine Freundin hat gefragt, was hast du gedacht, als du mich das erste Mal im Arm hattest? Ich war ganz doll glücklich. Ja, und es war nicht von Anfang an klar, dass ich ein Mädchen bin, ne? Nicht von Anfang an, nein. Das war eine ich war völlig überrascht. Als Schwiegertochter sagte, ich habe erst gesagt, ist ein Junge. Nein, sagte ein Mädchen. Und dann habe ich geweint. Vor Freude. Weil, man muss wieder dazu sagen, ich bin das fast einzige Mädchen in unserer Familie, ne? Ja. Alles nur Jungs. Nur Jungs. Und dann habe ich jetzt auch noch ein Mädchen in die Welt gesetzt. Ja. Alle Familie weiter. Ja, aber die Familie wird ja. Der Bruder hat ja auch nur Jungs. Ja. Ja, ja. So, guck mal, Oma, da ist die 17, da ist die 15, du bist auf der Seite. Sie. Ja. So, und jetzt laufen wir mal, damit wir nicht hinfahren, weil hier liegt nämlich überall Schnee. This is what all lovers do. I'll find another way. The way I fell in love with you is far from me today. I'd love to. Jetzt sind wir schwuppdiwupp im Fahrstuhl und fahren zu Omas Arzt. Halbe Weltreise bis hierher, ne Oma? Total, ja. Aber es ist schön hier. Wir gehen jetzt in die Markthalle, ich zeig euch mal den Eingang. I'd love to fall right back into the way we used to play. I'd rather be blue than lighthearted. Won't break, just be spotted. Whatever to get back from you. So, wir sind jetzt hier direkt gegenüber von der Markthalle, weil in der Markthalle konnten wir nicht wirklich sitzen. Deswegen haben wir uns jetzt hier hinten verkrümmt und essen jetzt hier was. Ein Burger. Das ist natürlich super zu meiner Weightwatches, die ich. Aber wenn Oma Burger möchte, dann gibt's Burger. So, jetzt gucken wir mal, was es gibt. Ich musste Oma gerade erklären, was eine Zero-Cola ist. Das gibt sie gar nicht. Weil sie das gar nicht kannte. Oma trinkt nämlich immer Wasser mit Sprudel. Ja, es war allgemein jetzt ein Erlebnis für Oma hier. Gibt es kein Glas? Und Oma probiert heute das erste Mal Sweet Potato Fries. Ich bin richtig gespannt, wie es ihr schmeckt. Also ich liebe sie. Ich mag sie total gerne. Die werden dir auch schmecken. Ja, es ist immer komisch, weil für mich sind so englische Wörter natürlich total normal und für dich halt so gar nicht. Zum Beispiel Oma hat eben gesagt, ja und eine Selta und die würde ich sagen, ist so Französin, glaube ich. Und sie so, was? Ein Wasser mit Sprudel, ach so. Ja.
erzählen. Ich hatte ja vorhin eine Frage vorgelesen. Da ging es darum, was das peinlichste, nee, das schlimmste Erlebnis ist, Lisa? Nee, das, ja, schlimmste Erlebnis. Naja, da habe ich mit Melli Familie gespielt, Mutter und Kind. Ich war die Mutter? Ich war das Kind und sie war die Mutter. Und dann hast du vor mir gesessen. Ich schau dir eine, ich versehen habe, ohne was zu sagen, Quatsch. Ich habe eine Ohrfeige verpasst. Ja, weil du wahrscheinlich nicht artig warst. Ja, ich war schon als Kind. Dann habe ich geschimpft mit ihr und dann hast du geplärt. Plärren, siehst du, Plärren ist zum Beispiel auch so ein Ossi-Wort. Ich hatte neulich mit Freunden so Ost-West-Sachen, was man im Westen sagt und was man im Osten sagt, so wie Niki und Anorak. Und deine Mama? Wieso? Was sagt die? Nee, die hat sich bei mir damals aufgeregt. Wir sind für die Kita haben wir, oder damals war ja noch Krippe, haben wir die Krippe, das wir haben Feier gemacht, Tonband gerät und so weiter. Ja. Ach, und Kompott. Kompott, ach so. Kompott. Ja. Ein Dessert. Das heißt Dessert. Und, ja. Klären. Klären ist eigentlich auch ein richtiges deutsches, richtiges ostdeutsches Wort. Ja, da hast du geklärt, ja. Oder hast du die Buchsen voll oder sowieso. Oder? Ja. Ja. Ach, richtig. Ja, wir genießen jetzt mal unsere Cola und Oma ihr Wasser. Und dann werden wir dann euch gleich nochmal das Essen zeigen. Das sieht bestimmt gut aus und wird bestimmt auch lecker schmecken. Bothered, get out there, find some things to do. Start again. Wir haben aufgegessen und sitzen jetzt im Bus und fahren nach Hause. Also, wir fahren zum Alex und dann gehen wir nochmal einen Kaffee trinken, haben wir gesagt. Burger war sehr, sehr lecker. Verlinke ich euch gerne unten in der Beschreibung. Sehr lecker, so Süßkartoffelpommes. So lecker. Aber ich bin einfach totaler Fan von Süßkartoffelpommes. Und Oma auch. Oma hat die das erste Mal gegessen. Aber Oma ist jetzt, glaube ich, randvoll bis oben hin. Was wollte ich euch noch sagen? Achso, ich sollte Oma noch was fragen. Ihr könntet ja bei Instagram ein paar Fragen stellen. Da gucke ich gleich nochmal nach. Und dann nutze ich mal die Chance, wenn wir hier gerade im Bus sitzen. Dann frage ich die Oma gleich nochmal. Warte mal, bleib mal kurz dran. Okay, Leute, ich habe die Frage der Fragen rausgesucht. Und zwar, hat deine Oma osteuropäische, in Klammern slawische Wurzeln? Ja, Frankfurt. Warte, wir gucken mal. Hallo, ich komme aus Frankfurt. Ich sehe keine Wurzeln. Okay, noch eine Frage. Was sagst du zu YouTube, also was ich hier so mache? Wie findest du das? Toll. Ja? Ja. Ich glaube, für Oma ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, was alles dahinter hängt. Also was genau ich mache. Ich glaube, sie kriegt jetzt das erste Mal so mit durch dieses Vloggen jetzt, was ich so mache, glaube ich. Und sie hat sich übelst gefreut über eure ganzen Kommentare, über die ganz lieben Grüße. Ja, habe ich alles vorgelesen. So nett bin ich. Ich habe die Oma jetzt mal kurz beim Bäcker abgesetzt, weil ich nämlich mir einen neuen Gorilla-Pott kaufen möchte. Also das, wo ihr hier gerade dran gebunden seid. Das ist nämlich ziemlich ausgeleiert. Und da wollte ich jetzt mal kurz gucken, aber ich habe keine Ahnung. Ah, hier bin ich richtig. Ach, hier wäre auch ein Kaffee gewesen. Naja, egal. Ich gehe mal gucken. Ich habe das, was ich wollte. Hier. 29,95. Ich hoffe, also ist jetzt exakt das gleiche, was ich jetzt schon habe. Naja, eigentlich war ich davon nicht so überzeugt, aber das andere kostet gleich wieder 69. So, ich mach mal aus, sonst wird es peinlich. Vom Fahrstuhl zum Bäcker. Wir trinken jetzt noch gemütlichen Kaffee. Und lassen den Nachmittag tatsächlich so ausklingen. Und wenn ich Zeit. Und hast du mir jetzt Frischbutter angeboten? Ja, habe ich. Ja. Also es ist exakt das gleiche Ding, was ich da schon dran hatte. Ah, und das ist jetzt. Oh, da kommt noch ein. Ja, ich bin eigentlich nicht so super überzeugt davon, aber. Na Oma, was machen wir jetzt? Erzähl mal. Nein, ich dachte, wir fahren und fahren nach Hause. Genau. Weil es ist nämlich schon recht spät. Es war ein schöner Tag mit meiner Enkeltochter Melli. Genau, und wir haben gesagt, wir machen das jetzt öfters. Das machen wir viel zu selten. Oma, wollen wir mit Fahrstuhl runterfahren, oder? Ich habe mich von Oma verabschiedet und hole jetzt die Frieda ab. Und ich möchte euch jetzt um was bitten, und zwar, wenn ihr eine Oma habt, bitte macht jetzt Pause
und ruft eure Oma an und sagt, dass ihr sie lieb habt. Ich habe heute wieder gemerkt, dass ich einfach viel zu wenig Zeit mit ihr verbringe und dass aber gerade die kleinen Sachen, einfach nur ein bisschen Zeit mit seiner Oma zu verbringen, ihnen einfach so unendlich viel bedeutet. Und ich möchte das so gerne jetzt öfters machen. Mir tut es so leid, weil Omas beste Freundin ist vor kurzem gestorben und ja, und ich habe das Gefühl, sie ist jetzt irgendwie so ganz alleine. Sie will niemandem zur Last fallen und es macht mich einfach traurig. Und genau, also macht jetzt Pause und ruft eure Oma an. Oder irgendjemand anders, den ihr lieb habt. Na, habt ihr angerufen? Ich sehe den Markus schon. Und wir holen jetzt die Frieda von der Kita ab. Und sie wird sich bestimmt freuen, dass wir sie beide abholen. Na, wer ist denn da? Ja. Frieda, willkommen. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Frieda ist noch bei einer Freundin, die wollten unbedingt zusammen spielen. Dann hat der Papa sie mitgenommen. Alexa, stopp. Ja, geht nicht, ne? Markus hat sich sein neues Spielzeug gekauft. Amazon Alexa, wie heißt es? So ein Schmarrn. Nee, Alexa Echo. Oder Alexa nee, Amazon Echo. Echo heißt es. Sag mal nochmal mit der Playlist, mach nochmal. Ja, wir können ja auch Alexa Küche aus. Okay. Ach, du hast da gar nicht hingefilmt, ne, zu der. Na doch, man sieht's aber vom Licht. Alexa Küche an. Okay. Oder warten hier. Alexa, spiele Ed Sheeran Love Your Body. Songs von Ed Sheeran werden von Spotify abgespielt. Alexa, Lautstärke 10. Alexa, erzähl mir einen Witz. Was ist schwarz, hat einen leuchtend blauen Ring und fliegt gegen die Wand? Ein Amazon Echo, das die ganze Zeit nur schlechte Witze erzählt. Tja, ist halt auch nur eine Technik. Alexa, ne? Deine Mutter. Nee, deine Mutter. Alexa, ich bin dein Vater. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Niemals. Also wir haben jetzt einen neuen Mitbewohner. Ja, hier Alexa. Alexa, unsere Mitbewohnerin, ist jetzt bei uns eingezogen. Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen gibt es in Berlin eisiges Wetter mit einer Höchsttemperatur von 2 Grad und einer Tiefsttemperatur von 0 Grad. Okay. Alexa, wo sind wir hier gerade? Entschuldigung, das weiß ich nicht. Aber lass uns Freunde bleiben. Ne. Alexa, spinnst du? Na, na, na. Das ist aber nicht nett von dir. Ich habe mich mal kurz ins Büro geschlichen. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute, die mir auf Insta-Story schon folgen, die haben mitbekommen, dass ich für Markus ja zum Valentinstag ein Pixum-Fotobuch erstellt habe. Und schau mal, was gekommen ist. Ich habe jetzt alle Fotos importiert, also auf diese Software, die ich mir runtergeladen habe. Man muss sich da so ein bisschen einfuchsen, aber eigentlich, es gibt sogar YouTube-Videos dazu, habe ich gesehen. Genau das habe ich jetzt gemacht und ich halte mich jetzt einfach genau an das, was man mir hier vorschlägt, was ich am besten machen soll. Ich habe jetzt alles fertig und ich bin jetzt bei 32,95. Ich habe 26 Seiten und habe ein paar Texte, ein paar Zitate mit dazu gemacht. So, genug gequatscht. Ich gehe jetzt mal auf den Warenkorb. Es hat jetzt übrigens ungefähr so 2 Stunden gedauert. Aber wie gesagt, legt euch auf jeden Fall, wenn ihr das machen wollt, sortiert vorher schon die Fotos, weil das ist wirklich das, was bei mir mit am längsten gedauert hat. Also man kann da noch super viel rumspinnen. Ich habe über manche Fotos so eine Maske gelegt, die kann man da an... also mit drauf machen. Und ich habe übrigens das Ganze mit dem, wie sagt man, mit dem Assistenten gemacht. Genau. So, und mit Versand bin ich jetzt bei 37,94. So, ich würde sagen, ich schicke das jetzt mal ab und ihr könnt jetzt gleich sehen, was draus geworden ist. Damit ich es übrigens nicht vergesse, ich habe das Pixum-Fotobuch groß in Hochformat mit Hardcover
und Fotopapier matt genommen. Und voraussichtlich soll es am 1.2. da sein. Ich bin gespannt, was ich euch gleich sage, wann es denn wirklich angekommen ist. Und ich dachte, ich packe das jetzt mal mit euch zusammen aus. Und zwar habe ich auch einen Gutscheincode von Pixum bekommen. Wenn ihr dort ein Pixum-Fotobuch bestellt, dann könnt ihr mit diesem Link, mit diesem Gutschein 15% auf euer nächstes Pixum-Fotobuch bekommen. Also löst es ruhig ein. Und unten in der Beschreibung habe ich euch nochmal reingeschrieben, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin so gespannt. Also ich habe Fotos von Frieda mit reingenommen. Also ich habe das über diese, die haben so eine Software, die lädt man sich runter, gemacht. Also es ging relativ schnell. Aber das Schwierigste war eigentlich tatsächlich, sich vorab irgendwie schon auf Bilder zu einigen. Und oh Gott, ist das süß. Also ich war ein bisschen egoistisch. Muss ich ein bisschen leiser reden, Markus ist ja draußen. Ich habe mich einfach mal als Cover genommen. Wie geil ist das denn, oder? Krass. Wow, habe ich da so ein bisschen rumexperimentiert, wie und was ich da reinmache. Und schlussendlich habe ich mich für ganz viele Bilder entschieden und einfach nur Zitate. Und unter anderem, also hier drüben, also das Cover, das hier, da steht, liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am allermeisten. Und dann kommt diese Seite. Ist das nicht schön? Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob Markus sich daran erinnern kann, aber als Frieda auf die Welt gekommen ist, 2013, also Frieda hatte am 27. Geburtstag und Markus hat am 29. Geburtstag, da habe ich ihm tatsächlich auch schon ein Buch von Pixum geschenkt gehabt, aber das war so ein kleines mit so einem ganzen weichen Cover, also es war eher so ein bisschen wie so ein Comic-Heft. Und ich weiß gar nicht, ob ich da noch erinnere. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo das ist, sonst hätte ich euch das mal gezeigt. Da habe ich die ganzen alten Bilder bis zu Friedas Geburt quasi, also bis zu der Schwangerschaft reingemacht, wie wir zusammen im Urlaub waren und so. Und jetzt gucke ich mir mal das hier an. Ich kann euch nicht alle Bilder zeigen, weil natürlich die Frieda auch auf ein paar Bildern da drauf ist. Aber man konnte auch so Einblendungen machen. Also ich zeige euch das mal. Ich pixel natürlich die Frieda jetzt mal weg. Hier, da habe ich die Weltkarte, also so einen Ausschnitt genommen und habe drunter geschrieben, Abenteuer beginnen dort, wo Pläne enden. Das finde ich ganz süß hier mit der Weltkarte, ne? Das war halt so ein Ding. Achso, und dann habe ich hier noch das und das. Also das Schöne war tatsächlich bei dem Foto, also ich habe so ein bisschen diesen Assistenten benutzt und der hat mir dann die Bilder schon so zusammengetan, dass die auch zusammen passen. Also entweder, ich weiß nicht, ob nach Wasser gegangen ist, aber viele hat er auch nach Farben sortiert, das war super cool. Oder hier nach New York, wo wir im Urlaub waren. Warte, das zeige ich euch noch, das ist auch eigentlich ganz süß. Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Süß, ne? Ich bin mega zufrieden. Ich bin richtig gespannt, wie es Markus gefällt. Dann sind hier zwei Bilder von Markus und Frieda. Also ich habe ganz viele Bilder von Instagram genommen, weil es einfach mit die schönsten Bilder sind. Deswegen poste ich sie natürlich. Und hier habe ich geschrieben, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern ist das einzig verkommene, selbstlose Gefühl. Ich bin so happy, wirklich. Und hier eine ganze Seite nur Frieda. Voll schön. Ich bin so gespannt, was das sein. Und ich habe auch teilweise Bilder genommen und habe die einfach in groß gemacht. Einfach so als komplette Seite. Voll schön. Wenn ihr euren Liebsten also noch eine kleine Überraschung zaubern wollt, dann nutzt den Gutscheincode und bedenkt aber, dass die Lieferzeit 4 bis 8 Tage dauert. Also ganz schnell ran und dann kommt es noch rechtzeitig zum Valentinstag. Sonst kommt Markus rein und sieht das. Er ist nämlich gerade auf Klo. Ich werde jetzt noch schnell ein paar E-Mails beantworten und dann werde ich noch eine Wäsche machen. Ich bin immer noch im Büro und ich habe gerade bei Instagram ein Live-Dingsbums gemacht und habe erstmal geheult, weil das Thema Oma gefallen ist und irgendwie bin ich da sehr, sehr sentimental. Keine Ahnung. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich jetzt meine Oma anrufe und sie frage, ob sie nicht Lust hat, mit mir so eine kleine AIDA-Reise zu machen. Weil sie hat halt gesagt, dass sie halt irgendwie nicht mehr so richtig rauskommt und
Ich würde gerne meine Zeit ihr schenken. Ich glaube, Zeit ist einfach das Wertvollste. Und deswegen würde ich sie mal fragen, ob sie da Bock drauf hat. Mal gucken, es ist gerade nicht so das optimale Wetter für die Ostseereisen. Mal gucken, was sie sagt. Ich gucke mal was raus und dann rufe ich sie mal an und ich sage euch mal gleich, was sie gesagt hat. Du, Oma, was ich mal fragen wollte, und zwar, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass du ja nicht mehr wegkommst, hast du gesagt, weil du ja so alt bist und bla 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 bla. Jetzt habe ich mal geguckt, und zwar würde ich gerne mit dir eine AIDA-Reise machen. Eine 7-Tages-Reise. Metropolen ab Hamburg heißt es, also wir würden quasi nach Hamburg fahren und in Hamburg quasi aufs Schiff aufsteigen und in Hamburg dann auch wieder runter. Und das wären 599 Euro, die ganze Reise. Also müssten die Anreise nochmal extra bezahlen, aber nach Hamburg ist es nicht teuer. Und dann wären wir quasi Rotterdam, Brüssel, Frankreich, London und wieder zurück. Hört sich gut an, ne? Und zwar wäre das aber ein bisschen spontan, am 18.02. bis 25.02. Na wieso, das sind doch noch 18 Tage. Aber was hast du denn noch vor? Och Mann. Na toll, Oma. Ich habe ja extra was rausgesucht. Das wäre auch mit dem allerneuesten Schiff. Das ist halt so ein Last Minute. Ja, na klar fährt das Schiff öfter, aber nicht für den Preis. Was Oma gesagt hat, erzähle ich euch gleich. Also ihr habt ja meine Antwort nur gehört. Ich hole jetzt erstmal die Frieda ab, weil die ist ja bei einer Kita-Freundin. Und es ist jetzt schon 6:45, also 6:45. Und ich habe jetzt mal angerufen und gesagt, wolltet ihr euch nicht vielleicht melden? Wann können wir die Frieda abholen? Frieda, welche Frieda? Deswegen, ja, Markus ist damit beauftragt, das Abendbrot zu machen. Und vielleicht kann er euch ja ein bisschen mitnehmen und euch mal zeigen, was es halt bei uns zum Abendbrot gibt. Alexa, Küche aus. Oh. Tschüss. Bis gleich. So, dann gehen wir mal hier hin. Alexa, Licht an. Ach. Alexa, Küche an. Danke. Groß wird der Salat nicht. Ja, eigentlich haben wir gar nichts zum Salat machen. Es ist immer, Melli macht sich nie Gedanken, was wir so essen sollen oder kochen wollen. Weil sie kocht ja nicht. Sie macht sich immer irgendwie ihr Knäckebrot mit irgendwas drauf und Irgendwie muss ich mir immer ausdenken, was wir kochen sollen. Und eigentlich kaufe ich es dann auch immer ein. Weil jetzt Salat, da fehlt mir auch noch was. Ja, ich habe gestern gesagt Salat, aber ich dachte, wir haben noch mehr zu Hause. Und jetzt haben wir gestern halt das eine Essen gekocht und haben halt nichts mehr anderes. Weil sie auch nicht mal Vorschläge macht, was wir kochen könnten. Also man muss ja auch mal einen Tag weiterdenken. Jetzt hat irgendwie auch keinen Bock. Haben auch keine Würste mehr. Irgendwie sehe ich nicht ein, jetzt irgendwas zu kochen. Dann war nur die Hälfte da. Wie muss sie denn ran? So, jetzt habe ich doch ein bisschen Salat geschnippelt. Ist jetzt halt ein bisschen rot-grün-lastig. Ich habe es ja immer noch ein bisschen bunter und noch andere Sachen drin. Aber wir haben ja nichts. Mal gucken, wann die jetzt wiederkommen. Und dann, eine Bonne kann natürlich nicht nur Salat essen. Vielleicht machen wir uns dann noch ein bisschen Brot. Könnt ihr auch Apfel in Salat machen. Ja, heißt morgen wieder einkaufen. Ach, Melli. Die zwei Ladies sind wieder da. Frieda ist hier mega am Abdancen zu Pippi Langstrumpf. Sing mal! 3 mal 4, 9. Hey, Pippi Langstrumpf, hallo, das ist Pippi Langstrumpf, ihr macht was ihr gewählt.
Ich verkrümmel mich mal ganz kurz ein bisschen ins Büro. Und zwar, ich habe ja gerade euch erzählt, dass ich mit der Oma telefoniert habe und sie gefragt hat wegen Urlaub. Ihr ist es aber viel zu spontan, in 3 Wochen in den Urlaub zu fahren. Deswegen gucke ich die Tage mal, ob wir vielleicht was finden, was vielleicht so im April oder so ist. Und da würde ich tatsächlich gerne mit ihr alleine oder vielleicht auch mit Markus und Frieda die Ostseetour machen mit der Aida Prima. Mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten weiß ich zum Beispiel, ich würde meiner Oma auch gerne die Freude machen, ich würde gerne ihr mal die Eva vorstellen, weil sie schaut immer das Frühstücksfernsehen und kennt die Eva natürlich aus dem Fernsehen und findet die auch ganz toll und findet das irgendwie so witzig, dass wir uns kennen. Und jetzt habe ich der Eva mal geschrieben, beziehungsweise sie ist mal angerufen, gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir unser Treffen damit verbinden, dass wir meine Oma mal besuchen gehen. Und sie findet die Idee so super cool, dass wir das dann irgendwie bald mal umsetzen wollen und meine Oma einfach mal spontan besuchen. Ich hoffe innigst, dass meine Oma dieses Video nicht sieht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie es nicht anschauen wird. Ja, heute ist mein ganz emotionaler Tag. Ich habe schon so viele Tränen gelassen heute. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Nein, ich bin nicht schwanger. Jetzt gibt es erstmal Essen. Es gibt Salat nach meinem fetten Burger heute. Ihr habt es ja gesehen, kann ich mir jetzt definitiv nichts weiter erlauben. Habt ihr eigentlich schon die Morgenroutine von Frieda gesehen? Ich verlinke euch die hier oben mal und einmal unten in der Beschreibung, wenn sie ihn noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und macht die Glocke an, weil dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade und ihr verpasst keins mehr. Wir sehen uns. Bis dann. Bye, bye.